Guten Morgen. Hallo, Greta. Oh nein, sie spricht mit mir. So, wir warten noch eine Minute, denn es kommen gerade noch welche und dann geht's los. Also ihr braucht eine Matte und mehr nicht. Matte, was zu trinken und dann habt ihr alles, was ihr braucht für heute. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht, dass ihr alle fit seid, dass ihr alle gut durchs Wochenende gekommen seid. Irgendwie gibt es nicht. So, alle bereit? Ich hoffe, weil es geht los. Ihr dürft auf eurer Matte stehen, Fußspitze so ganz leicht nach außen drehen, Knie nach außen. Kommt noch jemand? Also nochmal, Fußspitze nach außen, Knie nach außen, Hüften geöffnet. Ihr geht tief in die Hocke, einatmen, langziehen, ausatmen, locker. Richtig schön in die Länge ziehen. Und beim Ausatmen schön fallen lassen. Denkt dran, auch wenn ihr locker lasst beim Ausatmen, es gilt für die Kniebeuge immer das Gleiche. Ihr habt Gewicht auf der Ferse, Nase oben, Brust raus, Bauch rein. Und dann machen wir noch ein paar davon. Jawohl. Jeder für sich. Jeder atmet unterschiedlich schnell. Deswegen orientiert euch nicht so an mir, sondern verbindet sich mit der Atmung. Nase einatmen und ausatmen. Achtung, beim nächsten Mal bleiben wir hier unten. Ihr nehmt die Hände auf die Knie, schiebt mit der rechten Hand den Oberkörper auf die linke Seite, schön Brust raus. Kurz halten und dann auf die andere Seite. Und wechseln. Brust tief. Schön gerader Rücken. Und ihr verschiebt im Prinzip den Oberkörper von einer Seite auf die andere. Helft mit dem gegenüberliegenden Arm, um euch da richtig in die Position reinzudrücken. Ohne Gewalt natürlich. Ganz entspannt, weil heute heißt das Training relax. Dann relax mal auch ein bisschen wenigstens. Noch einmal jede Seite. Und wechseln. Achtung, wir gehen zurück zur ersten Übung. Einatmen und ausatmen. Versucht schön flüssige Bewegung draus zu machen. Ihr geht natürlich so tief, wie ihr könnt, runter. Aber das Ganze flüssig, entspannt. Knie nach außen drehen, Fußspitzen nach außen drehen. Achtung, beim nächsten Mal bleiben wir oben. Linker Arm tief, rechte Hand über Kopf auf die linke Seite. Kurz halten, zurück, locker. Oben halten und es geht nach rechts. Jawohl, zurück. Locker. Stehen, lang ziehen und dann auf die linke Seite. Zurück. Wir machen noch dreimal jede Seite. Schön lang ziehen und hopp. Zurück, locker. Jawohl. Eine Brustseite haben wir noch. Und die Mitte zurück. Achtung, letztes Mal. Und zur Mitte zurück. Ihr geht zurück zur ersten Übung.
Einatmen und ausatmen. Das Ganze im Wechsel, das Ganze ganz flüssig. Und jetzt versucht er wirklich mal ein Stück tiefer runter zu kommen. Auch aktiv tiefer in die Hocke gehen. Schön. Richtiges Tiefatmen. Ihr könnt auch den Atemrhythmus wechseln. Das heißt, ihr atmet oben aus und unten ein. Wichtig ist einfach nur, dass ihr einen habt. Achtung, oben halten, gerade Rücken. Wir kommen nach vorne. Es zieht die rechte Hand zum Boden, die linke Hand zur Decke. Und halten. Knie sind gestreckt. Oberkörper aufrecht. Zur Mitte zurück. Langsam aufstehen. Arme hoch, durchschwingen. Oben halten, gerade Rücken nach vorne. Linker Arm tief, rechter Arm zur Decke. Atmen, zurück, langsam aufstehen und zum Aufstehen, da dürft ihr gerne den Rücken rund machen, einmal lang. Wir machen pro Seite noch zweimal. Rechte Hand tief, linke Hand zur Decke. Zurück, langsam aufstehen und hoch und tief. Lässt sich locker, linke Hand zur Decke, rechte Hand hoch. Und ihr merkt, so langsam verschwimmen die Übungen so ineinander. Ich mache das Ganze schön flüssig, locker, lässig. Achtung, rechte Hand tief, linke Hand hoch. Langsam aufstehen, Arme hoch, letztes Mal. Locker, hoch, linke Arm tief, rechter Arm hoch. 5, 4, 3, 2, 1, rechter Arm unten, locker aufstehen. Arme hoch, zurück zur ersten Übung. Lässig, ganz nach unten. Knie öffnen, Fußspitze jetzt volle Kanne nach außen drehen, soweit ihr könnt. Weil es geht darum, die Hüfte zu öffnen. Als Hüfte in Außenrotation zu mobilisieren, tut immer gut. Nach 5, 4. 3, 2, jawohl, 1, Achtung, Arme nach außen. Rechter Fuß dreht vom Körper weg, 90 Grad vom Körper weg. Den linken noch ein bisschen nach außen nehme. Es ziehen die Arme und der Oberkörper auf die rechte Seite. Bis es nicht mehr geht, dann nach unten, linker Arm hoch und halten. Halten, Brust raus. Bauch rein. Langsam wieder aufstehen. Einmal durchschwingen und dann machen wir das Ganze nochmal auf die gleiche Seite. Rechter Fuß raus. Oberkörper lang, lang, lang. Tief. Linker Arm hoch. Schön Brust raus und halten. Wenn er hier auf der Boden kommt, dann geht auf den Boden mit der rechten Hand. Lasst euch nicht aufhalten. Vorsichtig aufstehen. Nochmal durchschwingen, einmal noch auf die rechte Seite. Rechter Fuß raus, beide Arme und Oberkörper auf die rechte Seite. Dann tief, linke Arm hoch und öffnen. Atmen. Ihr müsst mit dem Oberkörper nach oben rotieren und langsam aufstehen. Wir schwingen durch, gehen direkt auf die andere Seite. Arme öffnen, linker Fuß raus. Jetzt zieht auf die linke Seite, bis es nicht mehr geht. Dann durch die linke Hand am linken Fuß, linkes Bein platzieren, rechte Hand zur Decke, halten. Und locker bleiben im Gesicht. Ganz wichtig. Und aufstehen, durchschwingen. Noch zweimal nach links, links raus, auf die linke Seite, tief, ohne rechte Arm hoch. Und langsam aufstehen. Letztes Mal. Durchziehen. Linker Fuß raus. Ihr schiebt zur Seite, bis es nicht mehr geht. Dann nach unten. Und öffnen. Wir bleiben 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Eins und aufstehen. Wir schwingen fünfmal durch, fünfmal die erste Übung, bis wir zum Lockerwetter wieder. Und ihr merkt vielleicht, dadurch, dass ich so viel Bewegung hier reinbringe, kommt ihr vielleicht doch ins Schwitze, ihr seid doch ein bisschen außer Atem, weil wir einfach keine Pause machen. Ja? Flüssige Bewegung kombiniert mit Dehnen, kombiniert mit Stretching, immer eine gute Regenerationsmöglichkeit. Achtung, rechter Fuß nach außen ziehen, den linken Fuß wieder ein Stück weiter weg, also Beine ein bisschen weiter auseinander, damit ihr das rechte Bein anbeugen könnt. Dann die Arme öffnen und jetzt geht mit dem Oberkörper nach hinten Richtung linkes Bein und dann zurück zur Mitte, die Beine bleiben und jetzt genau in die andere Richtung. Zurück, das rechte Bein bleibt gebeugt und wechsel. Schön lang ziehen. Und ihr merkt, wie sich die linke Seite öffnet, beziehungsweise jetzt, wenn wir zurückgehen, die rechte Seite. Es ist so wichtig, den Rumpf auch mal zu entspannen, weil wir natürlich die ganze Zeit auf Stabilität trainieren. Das heißt, da verkrampft sich schon einiges, da wird schon einiges fest und deswegen muss man es einfach auch mal aufdehnen. Einmal noch in jede Richtung. Und wechsel. Oh, lang, 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 lang. Und zurück, Füße zusammen. Es geht fünfmal. Durchschwingen. Und ihr zieht euch in die Länge. Das gilt nicht nur in der ersten Runde, sondern in allen weiteren Runden werdet ihr immer länger. Und noch zwei. Achtung, stehen bleiben. Linker Fuß raus. Rechter Fuß weiter weg. Schön weit auseinander stehen. Linkes Bein beugen, Arme öffnen, wir gehen mit beiden Armen zum rechten Bein, Oberkörper neigt sich nach rechts, kurz halten und dann wechseln. Und wechseln. Lang ziehen, auf geht's. Wenn ihr spürt, dass sich da was tut, wenn ihr spürt, es dehnt irgendwo, wenn ihr spürt, oh, da schmeckt die Spannung irgendwo, dann bleibt ihr in der Position ein bisschen länger. Ja, jeder hat so seine andere Schwachstelle. Wir machen hier flüssige Bewegungen, gehen relativ schnell von einer Position in die nächste. Aber wenn ihr eine Position habt, wo ihr merkt, oh, da habe ich es wirklich nötig, dann bleibt ihr ruhig ein bisschen drin. Achtung, zur Mitte zurück, durchschwingen, fünfmal. So, Füße nach außen drehen, Knie nach außen, Hüfte sind geöffnet, Po geht tief zwischen die Knie. Und Päuschen. Wenn ihr kurz was trinken wollt, könnt ihr was trinken. Und dann geht's auf die Matte, dann gehen wir in den Vierfüßler. Alle bereit? Ja, seid ihr alle schon bereit? Ich zeige euch einmal die Kombination. Dann habt ihr so einmal gesehen, das ist viel einfacher da mitzumachen. Also, erste Position, Po zurück, Po auf die Ferse, Füße sind lang. Dann kommt ihr nach vorne in den Vierfüßler, Füße aufstellen, Po zurück, Ferse tief. Kurz halten und das Ganze machen wir einen Wechsel. Und jetzt dürft ihr einsteigen. Kurz halten, nach vorne, Füße aufsetzen. Po hoch, Rücken gerade, Brust raus. Wenn ihr die Knie nicht ganz strecken könnt, kein Problem. Wir arbeiten uns daran. Okay, ohne Gewalt, flüssige Bewegung. Ihr bleibt ein, zwei Sekunden in einer Position. Und wenn ihr eine Position findet, in der ihr sagt, ja, okay, die brauche ich wirklich, dann bleibt ihr da halt ein, zwei Sekunden länger. Oder merkt euch die Übung. Macht nachher nochmal eine Runde. Oder ihr bekommt ja heute alle die Aufzeichnung. Und dann könnt ihr das Training vielleicht heute Abend nochmal machen. Oder ihr könnt zumindest die eine Übung raussuchen, die euch gut getan hat. Und hier absetzen. Hallo. Okay, Po auf die Ferse. Rechter Arm unter der linken Achsel durch.
Dann lasse meine Liege, ihr guckt der rechten Hand hinterher und wir halten. Atmen. Und von den Vierfüßler, andere Seite, linke Hand unter der rechten Achse durch, Po zurück, Oberkörper tief. Nochmal wechseln. Schön mit der Atmung verbinden. Verbindet jede Bewegung mit einem Atemzug. Und wechsel. Und linke Hand zurück, Po bleibt hinten. Wir halten die Position 10 Sekunden noch. Die Fingerspitze ziehen weg von der Körpermitte. Der Po zieht weg von der Körpermitte. Ihr zieht den Rücken schön in die Länge. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und langsam die Hände ranholen. Aufrichten. Wir sind im Knie. Ja, Kniestand ist nett, ein Kniesitz. Heißt Po auf den Fersen. Die haben wir letzte Woche schon gemacht. Ihr kommt hoch, setzt das linke Bein nach vorne, zieht mit der Hüfte Richtung gegenüberliegende Wand, haltet kurz, kommt zurück, wenn möglich ohne Hilfe der Hände und dann andere Seite. Auch wieder kurz halten. Dass ihr richtig schön spürt, oh, da öffnet sich was, da tut sich was. Und dann wechseln. Die Hände, ich habe meine Hände jetzt vorne auf dem Oberschenkel, aber die sollen euch helfen, also euch in die Länge zu ziehen. Wenn ihr hier so hängt, hier vorne, habt ihr keine aufrechte Körperhaltung. Dann zieht es auch deutlich weniger im Hüftbeuger. Das heißt dann auch, die Übung ist einfach nicht so effektiv. Deswegen immer schön in die Länge ziehen, immer schön Brust raus. Und wechseln. Achtung, jetzt kommt was dazu. Ich nehme das rechte Bein nach vorne, ziehe mit der linken Hand über den Kopf auf die rechte Seite, schiebe den Oberkörper oder neige den Oberkörper auf die rechte Seite. Heißt weg von der linken Hüfte, kurz halten und wieder zurück. Dann die andere Seite. Linkes Bein vor, rechte Hand über Kopf auf die linke Seite. Und zurück. Und wechsel. Da auch, es kann sein, ihr merkt, eine Seite ist deutlich fester als die andere. Dann arbeitet ihr auf der Seite deutlich mehr. Also macht 2, 3 Wiederholungen mehr. Bleibt 1, 2 Sekunden länger in jeder Wiederholung drin. Denn ihr wollt diese Ungleichheit, diese Disbalance, wollt ihr aus dem Körper raus haben. Die verziehen euch die ganze Statik. So, linkes Bein bleibt vorne. Wir nehmen so beide Hände an die Innenkante von eurem linken Fuß. Das heißt, die linke Schulter ist am linken Knie. Rechter Fuß aufsetzen. Ihr streckt das rechte Bein. Zieht den Oberkörper in die Länge und wir halten. Und da bleiben wir 20 Sekunden. Blick zum Boden, Nacken lang. Keiner legt den Kopf in der Nacke. Zehn. Halten. Das rechte Bein hinten ist gestreckt. Die rechte Ferse zieht weg von der Körpermitte. Wir bleiben in der Position. Ihr nehmt den linken Arm und schiebt den Richtung Decke. Oberkörper. Dreht auf die linke Seite und ihr haltet noch 5, 4, 3, 2, 1. Linker Arm tief, rechtes Knie ab, linkes Bein zurück, andere Seite ganz locker, rechtes Bein nach vorne. Erstmal in die Position reinkommen, beide Hände an die Innenkante vom rechten Fuß. Rechte Schulter ans rechte Knie, linker Fuß aufstellen, linkes Knie strecken,
Ferse schiebt wirklich hier nach hinten, Knie gestreckt und dann versucht ihr mit dem Oberkörper euch aufzurichten. Atmen. Achtung, wir nehmen die rechte Hand zur Decke, Oberkörper dreht auf die rechte Seite. Esse noch 10. 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Achtung, Knie zurück, Po auf die Ferse, Arme nach vorne und wir machen ein Päuschen. Atmen, wer Lust hat, wer muss, trinkt was. Ihr habt 10 Sekunden Zeit. Ich weiß, ich bin heute so großzügig. Ihr konzentriert euch aufs Atmen, Nase ein. Mund aus. Achtung, es geht zurück in den Vierfüßler. Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüften. Jetzt kommt was ganz Schweres. Rücken rund und wieder fallen lassen. Heißt, Rücken in die Beuge und einmal richtig schön in die Streckung. Lässt sich locker. Und dann haltet ihr in der Mittelstellung, nehmt die Knie so 20 cm nach hinten, geht mit dem Po zurück. Ich zeige euch die nächste Kombi einmal kurz. Füße sind lang, ihr kommt nach vorne, geht ganz kurz mit dem Po nach unten, aber nur so weit, dass ihr die Bauchspannung noch halten könnt. Ihr habt den Bauch unter Spannung, ihr lasst euch nicht einfach hängen, sondern immer schön Spannung auf den Bauch. Kurz halten und wieder zurück. Und los geht's. In jeder Position 1-2 Sekunden verharren und dann wechseln. Flüssig, lässig, immer mal wieder lächeln dazwischen. Immer mal wieder dran denken. Schultern weg von der Ohre. Hals, Nacken lang. Wirbelsäule lang. Denkt an die 2 Zentimeter, die ihr größer sein wollt nach jedem Training. Machen wir noch einmal. Und dann geht's in die Rückenlage. Also wir legen uns auf den Rücken. Beide Füße so nah wie möglich am Po. Ihr legt die Arme im 90-Grad-Winkel, also weg vom Körper. Beide Knie zusammen, Füße zusammen. Es geht mit den Knien von einer Seite auf die andere. Ihr guckt, dass beide Schultern auf dem Boden bleiben. Ansonsten könnt ihr mit der Knie nicht so tief runtergehen. Okay, ist nicht schlimm. Kommt mit der Zeit. Je öfter, dass wir die Übung machen, je öfter, dass ihr im Training dabei seid, desto beweglicher werdet ihr. Und beide Knie zur Mitte zurück. Ihr streckt das rechte Bein aus, die Arme bleiben, wo sie gerade eben schon waren. Habt den linken Fuß auf dem rechten Knie. Dreht über die rechte Seite, streckt das Bein einmal auf, anziehen und zurück. Nochmal, und ihr macht es langsam. Ihr geht so weit ihr könnt, dass beide Schultern noch auf dem Boden sind, streckt das Bein einmal und kommt wieder zurück. Machen wir noch 2 Mal. Und 1 Mal noch jeder für sich. Dann holt er wieder beide Knie in die Mitte. Und dann geht es auf die andere Seite. Achtung, nicht wundern, ich habe mich gerade umgedreht. Wir nehmen jetzt das linke Bein lang, rechtes Knie auf die, rechter Fuß auf das linke Knie. Ihr dreht über links. Streckt das rechte Bein, beugt es wieder an,
und komm zurück in die Mitte. Wichtig, ihr habt den rechten Fuß auf dem linken Knie, aber ihr gebt keinen Druck auf das Knie. Also ihr berührt hier, ihr könnt ein bisschen abstellen, aber ihr gebt jetzt ein wahnsinniges Gewicht und wahnsinnig Druck auf das linke Knie, weil das wäre nicht sehr sinnvoll. Achtung, noch drei. Noch zwei. Und noch eine. Und zur Mitte zurück. Beide Knie aufstellen. Und dann einfach mal auslockern die Beine. Wirklich kräftig ausschütteln. So, jetzt kommt was, das kennt ihr wahrscheinlich von früher. Es ist eine super Dehnung für den Nacken, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ich zeige es euch einmal. Ihr kommt in die Rückenlage, nehmt die Hände an den Rücken, versucht mit euren Knien so weit wie möglich an die Ohren zu kommen. Es gibt Leute, die können hier ablegen, das kann ich nicht. Aber wenn ihr ablegen könnt, dann legt ihr kurz ab, geht wieder raus und streckt die Beine und halten. Dann wieder anbeugen, Knie wieder Richtung Ohren und strecken. Und beugen. Wir machen das noch zweimal. Und letztes Mal. Und dann vorsichtig rausrollen in den Sitz. Jetzt muss ich mich kurz drehen, damit ihr seht, was wir machen. Ihr kommt in den Langsitz, heißt Beine lang, deswegen heißt der Langsitz. Fußspitze locker anziehen, also jetzt nicht wirklich mit Gewalt die Fußspitze ranziehen, sondern locker ran. Arme nach vorne. Jetzt zieht ihr Richtung Fußspitze mit geradem Oberkörper und wieder zurück. Bis wir in die Bauchspannung reingehen. Jetzt ihr merkt, es wird Zeit, wieder nach vorne zu kommen. Und dann kommt ihr wieder nach vorne Richtung Fußspitzen. Machen wir noch dreimal. Und ihr versucht, immer ein Stückchen weiter nach vorne zu kommen. Ihr zieht nicht Richtung Füße, also ihr nehmt nicht die Hände zu den Füßen, sondern ihr wollt aufrecht bleiben und mit aufrechtem Oberkörper nach vorne gehen. Deswegen zieht ihr über eure Fußspitze durch und lehnt euch nicht nach vorne, weil dann seid ihr nicht mehr aufrecht. Aufrecht sein, nach vorne ziehen. Und Päuschen. Rechtes Bein bleibt, linker Fuß ran. Also richtig schön den linken Fuß ranholen. Rechte Fußspitze langziehen. Jetzt gehen wir mit unserem Oberkörper zum gestreckten Bein. Da dürft ihr euch auch mal so festhalten. Ihr könnt euch auch eine Fußspitze festhalten. Wichtig ist, es zieht nicht die Nase zum Knie, sondern das Brustbein zieht zum Knie. Und halten. Aufrichten. Seitenwechsel, wenn es geht, ohne Hilfe von euren Händen. Probiert es einfach mal aus. Und dann geht es auf die andere Seite. Und Wechsel. Und Wechsel. Wir halten in der Position, wo es am meisten zieht, da wohl dahin. Und Wechsel. Achtung, rechtes Bein lang. Dieses Mal nehmen wir das linke Bein nach außen. Versucht hier 90 Grad Winkel hinzubekommen. Und dann geht es wieder zum gestreckten Bein. Dann aufrichten, dann geht es zum gebeugten Bein.
Dann zur Mitte zurück und dann versucht ihr, ohne die Hilfe von eure Hände zu wechseln. Zum gestreckten Bein. Zurück zum gebeugten Bein. Und zur Mitte zurück, ohne Hände, in den Langsitz. Jetzt geht's in den Schneidersitz. Und jetzt haben wir die letzte Übung. Achtung, durch die Nase einatmen. Und die kennt ihr alle. Linker Arm tief, Oberkörper auf die linke Seite. Achtung, beide Pobacken sind noch am Boden. Zur Mitte zurück, einatmen und andere Seite. Und zur Mitte zurück, noch einmal tief ein, öffnen, ausatmen, langziehen, einatmen und ausatmen. Und jetzt habt ihr es geschafft. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ab in den Schnee. Mehr bleibt, bis du sage. Macht's gut. Bis morgen. Tschüssi.